Das Gründerzeitmuseum im Gutshaus Mahlsdorf. Untrennbar verbunden mit diesem Haus, Charlotte von Mahlsdorf, der leidenschaftlichen Sammlerin von Alltagsgegenständen, ganzen Wohnzimmereinrichtungen, Musikinstrumenten, Schränken, Ton, Kommoden aus der Gründerzeit. Lebenslang widersetzte die wohl bekannteste Transfrau der DDR sich allem, was sie daran hinderte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihr Lebensziel, das Bewahren von Kulturgütern aus der Gründerzeit, hat sie mit der Eröffnung des Gründerzeitmuseums erreicht und viele Jahre erfolgreich weitergeführt. Seit 1997 erzählt der Förderverein des Gutshauses Mahlsdorf die Geschichte des Gründerzeitmuseums weiter und hält somit das Vermächtnis von Charlotte von Mahlsdorf lebendig. Und heute? Heute wird gefeiert. Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Anwesende, erlauben Sie mir, die heutige Veranstaltung zu eröffnen und Sie im Namen des Vorstandes und in meinem Namen als Vorsitzender des Fördervereins Gutshaus Mahlsdorf recht herzlich zu begrüßen. Die vergangenen Monate der Pandemie haben uns leider dahingehend eingeschränkt, aufgrund der allgemeinen Infektionslage viele unserer guten Vorsätze zeitnah umzusetzen. Desto mehr freuen wir uns darüber, dass nun wieder langsam das normale gesellschaftliche Leben in Gang kommt. Weiterer Anlass unseres heutigen Zusammenseins sind das 24-jährige Jubiläum des Bestehens des Fördervereins, die Verleihung der Nominierungsurkunde für den Respektpreis 2020 und nicht zuletzt, wenn auch zuletzt genannt, die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande unserer Geschäftsführerin des Vereins, Monika Schulz-Busch. Es ist mir in dem Zusammenhang ein großes Bedürfnis, ein herzliches Dankeschön für die im Verein geleistete Arbeit an alle unsere hier anwesenden bzw. verhinderten Vereinsmitglieder von dieser Veranstaltung aus zu übermitteln. Mit besonderer Freude erfüllt es uns aber, dass unser Freund und begeisterter Unterstützer und Förderer des Vereins, der amerikanische Dramatiker Doug Wright mit Partner David, den weiten Weg aus Amerika auf sich nahmen und nicht scheute, um am heutigen Tag unter uns zu weilen und mit uns gemeinsam zu feiern. Vielen lieben Dank dafür. Des Weiteren möchte ich auf das Herzlichste begrüßen Herrn Bernd Bossmann, Schauspieler alias Charlotte. Natürlich ist es ein ganz besonderer Tag, 60 Jahre Gründerzeitmuseum von Charlotte von Mahlsdorf. Ich freue mich, dass wir mit so vielen Wegbegleitern und Freunden diesen schönen Tag hier heute feiern konnten. Natürlich in kleiner Runde wegen Corona. Besonders begeistert bin ich natürlich, dass die Gäste aus Amerika angereist sind zu diesem Anlass. Ja, und Charlotte ist guter Geist ist hier im Haus, im Gutshaus. Die würde sich natürlich freuen, wenn sie heute ihr wunderschön saniertes Museum in diesem Zustand sehen könnte. Entschuldigung, ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen, so ich muss auf Englisch sagen. It's a great privilege to be back. Es ist ein großes Privileg, wieder hier zu sein. Es bewegt mich sehr, erfüllt mich mit Emotionen und stimmt mich sehr sentimental. Vor 20 Jahren habe ich ein Stück geschrieben, von dem ich hoffte, dass es Charlotte von Mahlsdorf ehren, ihre Ideale von Toleranz aufzeigen und die Bedeutung für unsere Geschichte darstellen würde. Die Welt soll wissen, dass das ihre Werte und ihre tiefsten Hoffnungen waren.
Ich habe das vor 20 Jahren gemacht. Doch es gibt viele andere, die unermüdlich Tag für Tag gearbeitet haben während dieser Zeit, um Charlottes Werk und dieses bemerkenswerte Museum zu erhalten. Dazu gehören zweifellos Monika Schulz-Pusch und ihr Mann Detlef Pusch. Sie haben wirklich Charlottes lodernde Flamme nicht erlöschen lassen, und dafür bin ich ihnen zutiefst verbunden. Welcome in Berlin. Thank you. Es ist ein langer, anstrengender Weg von New York nach Berlin. Warum sind Sie gerade heute ins Gründerzeitmuseum nach Berlin-Mahlsdorf gekommen? Ich traf Charlotte von Mahlsdorf vor ungefähr 30 Jahren und verbrachte eine wichtige Zeit damit, sie zu interviewen, sie und ihre Sammlung kennenzulernen. Ich bin so bewegt, dass Monika und ihr Mann das Museum erhalten und ein lebendiges Andenken an Charlotte und die Gründerzeit geschaffen haben. Und ich war so überwältigt davon, dass Monika das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, dass ich unbedingt ein Flugticket kaufen und herkommen musste. Charlotte Mahlsdorf in ihr Leben getreten ist. Charlotte war, also ich habe sie kennengelernt, nicht persönlich, sondern von ihr gehört, 1990 zum ersten Mal. Da hat mir eine Freundin in Erfurt von Charlotte von Mahlsdorf erzählt. Die Freundin wusste, dass ich eigentlich eine Frau bin und hat mir erzählt, dass es also in der DDR eine sehr berühmte Transfrau gab. Und ich habe den Namen dann immer wieder mal gehört, habe mich aber nicht intensiv mit Charlotte beschäftigt. Allerdings seit 2 Jahren nach meiner eigenen Offenbarung, nachdem ich gesagt habe, wer ich eigentlich wirklich bin, ist der Name Charlotte von Mahlsdorf für mich absolut wichtig, weil ich glaube, dass sie in ihrer Zeit mehr für Menschen wie mich getan hat, als wir das manchmal realisieren. Sie hat in 2 Diktaturen gelebt, in der Nazizeit, in der DDR-Zeit, und hat in beiden Diktaturen Kompromisse machen müssen, um überhaupt existieren zu können. Und ich bewundere sie eigentlich dafür. Und es gab damals keine sozialen Netzwerke. Sie hat ein Buch geschrieben, ein großartiges. Ich liebe dieses Buch, weil es so toll erzählt, wie sie ihren Weg gegangen ist, auch über die Härten, die sie in ihrem Leben erlebt hat. Und ich wünschte mir sehr, sie wäre heute hier, weil ich sie so gerne persönlich kennenlernen würde. Hallo Charlotte, wie geht's Ihnen denn hier heute? Ach, ist wunderschön. Ich bin ja so gerne zufrieden und ich bin heute hier sehr zufrieden. So viele nette Menschen und das Haus ist so schön geworden. Das hätte ich da alleine nie geschafft mit meiner beiden Hände. Aber die jungen Leute, die haben es wunderbar gemacht. Ich hätte auch nie die ganzen Fördermittel bekommen. Die Moni, die kann das ja so schön. Ich konnte nicht so betteln. Aber es ist gut gelungen bis jetzt, ne? Wunderschön, wunderschön. Ich wusste gar nicht, wie schön man das überhaupt machen kann. Das sehe ich jetzt. Wie oft kommen Sie denn hierher? Ich komme so, als ich fliege ja immer durch, nur ne? So 1-2 Mal im Jahr fliege ich schon durchs Haus. Ja. Einmal alleine und dann, wenn eine Veranstaltung ist. Mit sehr viele Wiederkehrer, wie man so sagt, aber auch immer wieder 1-2 neue Gesichter dabei. Und viele sind dem Haus treu ergeben, das ist schon schön. Und es ist ja auch international bekannt. Und was ich heute gehört habe, das hat mich sehr erstaunt, dass es das größte Gründerzeitmuseum von Deutschland oder sogar Europa ist. Das ist doch sehr schön.